Also jetzt der dritte Tag und die Einheiten waren jetzt nicht so anstrengend. Aber es wird sicher in den nächsten Tagen noch intensiv werden mit den zwei Spielen, was wir haben. Aber momentan geht es eigentlich noch. Ja, man spielt schon ein wenig in die Viers, aber ist kein Problem, weil haben wir genug Masseure da und das Training macht auch Spaß, deswegen merkt man das gar nicht. Natürlich für die, die schon länger dabei sind, für die ist es kein Problem, aber ansonsten sind wir da schon sehr bedacht auf unsere Youngsters und die neu dabei sind, dass da nichts Gröberes passiert. Wir versuchen dementsprechend die Journalist-Spieler, die da dabei sind, sukzessive immer bei Einheiten herauszunehmen und dementsprechend auch zu schonen, weil ich trotzdem glaube, je müder es werden, desto mehr ist gegeben, dass Verletzungen anfälliger werden. In der Verteidigung haben wir eigentlich relativ routinierte Spieler und wir haben sie eigentlich ganz schnell zusammengefunden. Wir versuchen immer das zu umsetzen, was der Trainer, was das Trainerteam vorgibt. Und da arbeiten wir eigentlich jedes Training dran, dass die Automatismen eben besser werden und die Abläufe besser werden. Und für die Jungen, glaube ich, gibt es auch keine Schwierigkeit, dass sie sich einfügen in die Mannschaft, weil wir eigentlich jeden genauso aufnehmen, dass er sich gut einfügen kann und sich weiterentwickeln kann. Super da, die Mannschaft ist auch super Mannschaft. Das Training macht auch sehr viel Spaß. Ich habe mich schon mit vielen angefreundet und kann viel lernen von den älteren Spielern. Ein bisschen Erfahrung sammeln und vielleicht schaffe ich es auch einmal in mein Debüt in der Zeit.